Die Industrialisierung begünstigte aber auch die Konzentration von Kapital und Sachwerten in den Händen weniger. Zum Beispiel besitzen 1,7% der westdeutschen Familien 35% des gesamten Privatvermögens und 70% aller Produktionsmittel. Dieses hier, das kostet 54.750 Mark. Erstklassige Qualität, Kaschmirfarben. Dieses Armband, das kostet 21.500 Mark. Hinter der glänzenden Fassade unseres Wohlstandes leben in Elendsquartieren 600.000 bis 800.000 Menschen. Der größte Teil von ihnen ohne eigene Schuld. Gestrauchelt, aus der Bahn geworfen, zusammengebrochen im Rennen um den höheren Lebensstandard. Für Tausende von Kindern beginnt hier im Elend ein Lebensweg, der wieder im Elend enden wird. 1980 rechnet man mit einer 500.000 Studenten. Unsere Hochschulen sind bis jetzt nicht in der Lage, die Hälfte unterzubringen. Es fehlt an Studienplätzen, die Hörsäle sind überfüllt, in den Laboratorien und Instituten tritt man sich gegenseitig auf die Füße. Zwischen dem eben geschilderten Epithel. Wir vermitteln Bildung nach Methoden der Vergangenheit. Wenn es aber nicht gelingt, mehr Wissen an möglichst viele Menschen zu vermitteln, werden wir vor den Problemen der Zukunft kapitulieren müssen. Die deutsche Medizin leistet Imponierendes, aber die veraltete hierarchische Ordnung unserer Kliniken und Krankenhäuser gibt dem Nachwuchs kaum Chancen und bremst den medizinischen Fortschritt mehr und mehr. Nuller. 30% unserer Klinikbetten stehen in Krankenhäusern, die vor 1920 gebaut worden sind. Fast überall sind Krankenhausbetten zu knapp. Wie werden wir im Jahre 2000 regiert werden? Der Mechanismus der parlamentarischen Demokratie ist schwerfällig und kann von mächtigen Interessengruppen an vielen Stellen gebremst werden. Wird die Demokratie fähig sein, hart und rasch genug Entscheidungen zu fällen, von denen unser Leben in der Zukunft abhängt? Die geheiligte Institution der Ehe wandelt sich. Die Rollen von Mann und Frau haben sich verändert. Viele Ehepartner sind außerstande, sich zu zweit, aber doch allein in einer Umwelt zurechtzufinden, die in sprunghafter Veränderung begriffen ist. Ist die Großfamilie, die den Schutz einer Gruppe bietet, vielleicht eine neue Form zukünftigen Zusammenlebens? Wie wird sich unsere Wirtschaft verändern und mit ihr die Arbeitswelt? Computer und Automation werden immer mehr Menschen in die Rolle des Kontrolleurs drängen, der nur noch überwacht oder eintönige Handgriffe ausführt. Befriedigung in der Arbeit wird es für Millionen nicht mehr geben. Einen Ausgleich dafür könnte die größere Freizeit bieten, wenn sie individuell gestaltet wird. Aber wird es in einem System der freien Marktwirtschaft möglich sein, unsere Freizeit gegen Manipulation durch eine raffiniert arbeitende Freizeitindustrie zu verteidigen? Wir erzeugen mit ausgeklügelten Methoden mehr Lebensmittel, als wir verbrauchen können. Aber während wir im Überfluss leben, ist es uns nicht gelungen, Hungersnot in anderen Teilen der Welt zu verhindern. In den 20er Jahren klagte das hungernde Europa Kanada und Brasilien an, weil dort Weizen und Kaffee verbrannt wurden, um die Preise zu halten. Heute vernichtet Europa seine überschüssigen Nahrungsmittel, während auf der Welt noch Millionen Menschen verhungern.
Alle Nationen der Welt zusammen aber, auch die Hungernden, geben jedes Jahr 650 Milliarden Mark für immer bessere Waffen aus. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Planeten sind Menschen in der Lage, die Welt in eine radioaktive, unbewohnbare Wüste zu verwandeln. Alle Anstrengungen um die Zukunft der Menschheit erscheinen fragwürdig, solange es nicht gelingt, eine weltweite Abrüstung zu erreichen. Wir haben nur noch die Wahl, zusammen zu leben oder gemeinsam zu sterben. Technik und Wissenschaft beeinflussen in einem Jahrzehnt die Geschicke der Menschheit mehr als früher in Jahrhunderten. Das Tempo der Entwicklung überfordert uns. Wir reißen das Alte ein, ohne genügend erforscht zu haben, wie das Neue aussehen soll. Nach dem Ende des Krieges wurde gebaut, um erst einmal den Bedarf an Wohnungen zu decken. Aber inzwischen haben wir ungezählte Millionen Kubikmeter Beton zu riesigen Wohnmaschinen verarbeitet. Wir haben ganze Städte wie für die Ewigkeit errichtet, ohne genügend die veränderten Bedürfnisse der Menschen zu untersuchen. Nun ragen überall steinerne Monumente in den Himmel, Zeugen einer Architektur, die den Menschen ignorierte. Unsere Vergangenheit erforschen wir gründlich und mit großem Aufwand. Zukunftsplanung aber findet bis jetzt nur zersplittert an einzelnen Instituten mit einem lächerlichen Einsatz an Mitteln statt. Die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt gedankenlos zu zerstören, ist nahezu unbegrenzt, sagte ein amerikanischer Naturwissenschaftler. Politiker und Wissenschaftler stehen vor der Aufgabe, den schon weit fortgeschrittenen Zerstörungsprozess zu bremsen, bevor es zu spät ist. Wir haben dazu nicht mehr viel Zeit.